Hallo YouTube und herzlich willkommen zu Watch Dogs. Und eigentlich hatte ich geplant, meine Begrüßung heute mal zum allerersten Mal bei diesem Let's Play etwas zu erweitern. Eigentlich wollte ich noch die Leute von Twitch begrüßen, aber Sony hat mir da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn der Plan war eigentlich, direkt am 27. um 0 Uhr die ersten 2 Stunden von Watch Dogs zu streamen, aber Sony hat es halt nicht hinbekommen, die Lizenzen freizuschalten, damit man überhaupt zocken kann. Und da ich jetzt nicht wusste, wann ich endlich zum Zocken komme, konnte ich keinen anderen Stream ansetzen, deswegen machen wir jetzt wieder ein ganz stinknormales Let's Play. Ich komme jetzt zurzeit auch nicht auf die Ubisoft-Server, also ich kann jetzt, glaube ich, auch nicht die Online-Features nutzen, das muss ich erstmal schauen. Aber ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gucken jetzt erstmal in die Optionen und dann auch in die Controller-Belegung, weil ich habe nämlich gehört, dass irgendwie R2 nachladen sein soll und das finde ich ja sehr, sehr unschön, weil ich es gewohnt bin, auf Viereck nachzuladen. Deswegen habe ich eigentlich vor, das so einzustellen, wenn es möglich ist. Okay, Schwierigkeit ist normal, mache ich ja im Grunde immer. Also Let's Plays spiele ich immer normal, damit ich halt, was denn das für eine? Damit ich noch im Hintergrund ganz entspannt reden kann. Online. Eigenbeschuss, Entschlüsselung, was ist denn das? Eigenbeschuss, Entschlüsselung ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie eine Online-Entschlüsselung beginnen. Wenn 2 oder mehr Spieler denselben Team Eigenbeschuss-Entschlüsselung aktiviert haben, riskieren Sie, sich gegenseitig zu verwunden. Okay, ja, drauf geschissen. Ich hoffe mal, die anderen passen besser auf. Freispiel gegeneinander. Wenn 2 oder mehr Spieler den Modus freies Spiel gegeneinander aktiviert haben, sehen Sie sich als Gegner und können sich gegenseitig töten. Hä? Was gegeneinander deaktivieren können sie nicht von anderen... Ja doch, wir lassen das mal drinnen. Wenn, dann nehmen wir das halt notfalls später noch raus. Sprachchat, ja, das können wir anlassen. Ich habe sowieso kein Mikro an der Konsole direkt. Online-Invasion an. Okay, gut. Steuerung. XY umkehren, Empfindlichkeit. Lassen wir erstmal bei 50. Das werde ich dann in-game, wenn wir erstmal so ein paar Minütchen gezockt haben, dann anpassen. Vibration lassen wir an. Audio und Sprache, geschriebener Text Deutsch, gesprochen Deutsch, Untertitel an. Sagt mir mal, ob ich hier Untertitel Deutsch und Sprache Englisch machen soll, weil das wäre mir jetzt persönlich am liebsten. Also schreibt es in die Kommentare. Aber wir lassen es erstmal auf Deutsch, für die erste Folge zumindest. Musiklautstärke, das lassen wir auch erstmal alle. Na, ich mache mal Musik ein bisschen weiter runter, weil ich habe nämlich so ein bisschen Angst wegen Content-ID-Treffern und Songlautstärke machen wir auch mal noch ein bisschen weiter runter. Effektlautsprache und Effekte lassen wir so. Vielleicht mache ich die Musik auch komplett aus. Weil ich weiß halt nicht, wie das so ist mit... Wir machen mal auf 20 beides und dann lassen wir das so. Kalibrierung. Helligkeit lassen wir auch so. Controllerbelegung. Standard. Also wir legen gleich los, keine Angst. Dauert nicht mehr lange, wir sind gleich in-game. Ich habe das nur gerne vorweg geklärt, wo was ist. Gerät ziehen. Was gibt's denn noch? Linkshänder. Linkshänder 2, Linkshänder 3. Hä? Okay, na gut, dann, wenn es alles andere nur für Linkshänder ist, dann können wir es nur so lassen. Und die Steuerung werden wir, denke ich mal, im Spiel kennenlernen. Ich habe auch übrigens noch nicht eine Sekunde gespielt. Ich habe mal ganz kurz in ein paar Videos reingeschaut. Aber so wirklich, was man jetzt drücken muss und um was es geht und alles hier und da, ich habe keinen Plan. Und da ich heute erst, also meine erste Folge erst am 28. kommt, wird die jetzt auch, denke ich mal, ein bisschen länger. Mal schauen, wie lange ich das mache, weil, ja, Content-ID-Treffer ficken mich ja dann schon ganz schön krass. Und das würde eine Menge zusätzlicher Arbeit bedeuten, wenn ich jetzt das nochmal neu hochladen muss, weil ich irgendeinen Song rauscutten muss. Und jetzt haben wir erstmal einen schönen Ladebalken. Aber Gott sei Dank sind wir jetzt gleich in-game. Habe jetzt lange genug gewartet, weil normalerweise, ich hatte es schon vorbestellt und habe es halt digital im PlayStation Store gekauft und hatte es schon 2 oder 3 Tage vorher schon quasi auf der Festplatte und ich brauchte nur noch die Lizenz zur Bestätigung, dass es losgehen kann. Und die kam aber nicht, weil Sony und Ubisoft, keine Ahnung, wer es da verkackt hat, auf jeden Fall hat es jemand verkackt und nun sind wir hier. Jetzt ist erstmal eine schöne Anfangs-Cutscene und da bin ich erstmal leise und da können wir erstmal schön schauen. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden.
Dann los. Ich heck mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Scheiter. Maurice. Ja. Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Elf Monate später. Watch Dogs! Yippie! Es läuft! Krass! Endlich! Login. Oh, ist das der Maurice, der uns gesucht hat? Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen! Halten Sie L2 zum Zielen und drücken, um R2 zum Schießen. Na, Kollege, Name her. Niemand fickt mit uns. Kriegen wir hier erstmal... Was? Erschießen? Und was ist hier mit Fußschuss?
Ah, lol, die Waffe war leer. Oh, jetzt legt er los. Kreis zum Niederschlagen. Okay, Nahkampf ist Kreis. Bam, da gab's schön auf die Fresse. Sowas haben wir also immer dabei, das ist schon mal gut zu wissen. Maurice redet nicht mit mir. Erschießen Sie Maurice. Drücke Viereck und halten Sie. Drücken und halten Sie Viereck zum Hacken. Zack. Lassen Sie die Umkleideraum, sobald Sie bereit dazu sind. Oh, können wir hier uns was zu trinken schaffen? Boah, awesome! Gleich 3 Stück. Kann ich die aufsammeln? Oder krieg ich dadurch Energie dann später im Spiel? Okay, cool. Können wir hier noch was machen? Waschmaschine an oder so? Lichter an? Lichter an? Nee. Da ist unser Ziel. Dreieck ist zum Einsammeln. Gibt's denn alles für Crap? Chemische Komponente. Hacken. Was ist das? Was ist denn das? Achso, lol, ein Scanner. Da stand jetzt gerade irgendwas mit Systemschlüssel, aber das habe ich jetzt nicht ganz lesen können, weil ich weitergelaufen bin. Und was haben wir hier? Geld. Woo! Money, 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 money. Können wir den aushacken? Ne. Das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten. Na gut, gehen wir mal weiter. Oder? Haben wir irgendwas übersehen? Nein. Können wir dem eigentlich nochmal eine geben oder so? Mit Kreis? Nein. Dann raus hier aus der Umkleide. Hier liegt noch einer. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Motherfucker! Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Boah. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shorty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Boah. Guter Schuss. Guter Schuss. Ja. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben hier ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es hier finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Okay. Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! X, um in Deckung zu gehen. Kann ich hier irgendwie zur Deckung springen? Ah, kann ich. Okay, cool. Da muss ich ja gar nichts weiter drücken. So, können wir über den Polizisten irgendwas runterkrachen lassen? Ne. Benutzen Sie entweder Kreis oder L, um die Deckung zu verlassen. Und hier okay. Ist noch eine Leiche. Auch ein Bein. Okay, so geht das. Okay, gut, gut, gut. Kommen wir hier zu der Deckung. Aufrufen, um den Scheiß zu machen. Wollen Sie es den anderen versauen? So, können wir hier direkt mal was hacken oder so? Wir können ja den mal hacken, oder? Können wir denn irgendwie Informationen aus dem rausholen? Oder muss jetzt schießen? Da stimmt doch irgendwas nicht.
töten die sich gegenseitig. Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Könnte es der Rächer sein? Ist doch genau seine Art von Gerechtigkeit. Was würde ich alles tun, um den mal in die Finger zu kriegen? Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Kann ich ja nichts hacken, Alter. Ich denke, ich spiele Watch Dogs. Ne, war Schatz. Okay, machen wir mal hier so. Kann ich den niederschlagen? Oh, 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 oh. Nein! Nein! Direkt erstmal gescheitert. Na gut, ich muss ja erstmal rausfinden, was ich überhaupt machen soll. Ich dachte, wir können die jetzt irgendwie engagen und einfach wegballern. Aber es hat nicht ganz geklappt. An der Polizei vorbeischleichen, da steht's. Okay, gut. Aber wir haben auch selber gar keinen Schuss dabei. Nicht einfach zu Hause spielen. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Okay. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen? Gut, jetzt sind wir schon fast vorbei. Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des. Wir geben einfach mal Gas, würde ich sagen. Gangbanger. Ja, gut, hat geklappt. Wie renne ich? Oder rennt er schon? Ist das Maximalgeschwindigkeit? Klettern. Oh, klettern ist Kreis. Tippen Sie auf Fähig, um den Profiler zu aktivieren. Ah, okay. Ah. Das ist uncool. Ich will nicht gesehen werden. Zoom. Ah, da, krass. Von einem zum nächsten hacken. Das ist natürlich cool. So, jetzt muss ich wahrscheinlich rausfinden, wie ich die Tür aufkriege, oder? Okay, nach da schon mal nicht. Da ist die nächste. Ist ja crazy. Was sehen wir bei dem? Oh, lol, was hab ich denn jetzt gescannt? Ah, jetzt sehe ich schon was. Okay. Hat militärisches Training absolviert. Alter 32. Und du hier? Hat mehrere Male ein Medium aufgesucht. Na, richtig krass. Aber hier machen wir die Tür auf. Entriegeln Sie die Tür. Beenden mit Kreis. Okay, Tür ist entriegelt, wir sind drin. Gehen mit direkt mal in Deckung, genau. Sehr gut, Aiden. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Ein Köder benutzen. L1 für Waffenrad, okay. Was? Drücken Sie Dreieck, um das gewählte Objekt herzustellen. Das ist ja mal gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. So, und nun? Halten Sie R1 gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten. R1? Hä? R1? Achso, hier ist R1. Ups. Alter, was man hier alles machen muss. Okay. Schluck den Köder. Schluck den Köder, mein Freund. Wo muss ich hin? Da hoch. Na dann, Gas geben. Bevor der es wieder umdreht. Hier ist keiner mehr. Gut. Hey, Sie, Sir. Und drin sind wir. Ja, kommen Sie her. Oh, das ist ja VIP. Ah, ne, das ist nur der Ausgang, oder? Wir wollen nur reden. Hey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Okay, jetzt kann ich hier alle kontrollieren. Krass. Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal. Abgelaufene Fahrerlaubnis. Wie konnten Sie sich die Karten leisten? Von, was? Von Familie entfremdet, okay. Und du? In seinem was, sozialen Netzwerk quasi ein Promi. Okay. Und nur? Bankkonto. Kontowert 120. Habe ich das jetzt genommen? Ich habe echt gerade gar keinen Plan, was ich überhaupt tue. Hier ist so, das überflutet mich gerade, ohne Mist. Da Viereck drücken, da mal Kreis drücken, dann dahin und dann das auswählen, das erstellen und dann das hacken und oh, Alter, überkrass, ohne Mist. Ich hab dir nicht erlaubt, so, wer sieht denn hier reich aus? Was ist mit dir hier? Jerome Richards. Nee. Und es liegt ein Haftbefehl wegen du? Vor.
16.000. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. 50.000. Oh, was denn mit? Was geht denn da mit dem? Sehe ich jetzt erst. Fick dich. 33.000. Businessman. Oh, 3 Millionen hat der? Du bist mein Ziel. Wie kann ich den jetzt aktivieren? Wie hack ich denn den? Wir brechen das mal ab hier. Businessman. Ja, den würde ich jetzt ganz gern hacken. Ah, da passiert's schon. Ne, doch nicht. Ist gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein, wenn man. Also, es überflutet mich gerade so ein bisschen. Also, ich würde sagen, wir lassen das erstmal kurz. Wir gehen mal nach hier hinten. Wir wollen ja erstmal raus. Wir wollen ja irgendwie mal in die Stadt kommen. Wir hängen ja immer noch so ein bisschen im Tutorial, was zwar nicht schlimm ist, aber. Das muss jetzt nicht dauerhaft sein. Ja, die Kamera können wir hacken. Da können wir die Leute anschauen. Und der Typ hat 3 Millionen, aber das lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal raus. Ich will jetzt erstmal in die Stadt kommen. Hier sind ein paar Fans. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex anregeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann ausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay, ich muss den Zugangscode von irgendeinem Polizisten finden. So, wie sieht's mit dir aus? Wird für Cybercrime-Abteilung ausgebildet. Das ist nur einer, der ausgebildet. In Therapie wegen TBS. Leutnant bei der Polizei. Wen haben wir hier noch? Was kann man da hacken? So, jetzt können wir die uns besser anschauen. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Mal, ist hier noch irgendwo eine andere Kamera? Die hier. So, du, ehemaliger Feuerwehrmann. Und du? Du siehst doch aus, als hättest du was. Da haben wir doch. Zack. Zugangscode, sehr gut. Hacken Sie sich in das Stadionnetzwerk. So, wie machen wir das? Da hinten müssen wir hin. Geldautomat. Na gut, das machen wir jetzt nicht. Das macht ja eigentlich Lärm, oder? Müssen wir drüber klettern? Können wir das? Ne, macht er nicht, okay. Also wahrscheinlich hätte ich das jetzt schon längst über die Kameras machen müssen. Wir gehen nochmal kurz hier in Deckung. Machen dann das hier. Wir müssen jetzt wahrscheinlich... Ach hier, na ja, gut. Das offensichtliche... Hacken. So, nur... Sorgen Sie für einen Stromausfall. Oh, fett. Wie mach ich das? Wo muss er hin? Halten Sie L1, um das Waffenrad zu öffnen. Okay. Benutzen Sie R, um den Blitz auszuwählen. Da unten. Und lassen Sie L1 los. Okay. Drücken Sie R1, wenn Sie Blitz im Rad ausgerüstet haben. Okay, das ist schon mal krass. Das ist richtig krass. Ein komplettes Stadion. Alter. Shit got real. Die Bullen werden aber jetzt gleich rauskommen, oder? Sorgen Sie für einen Stromausfall. Entkommen Sie aus dem Stadion. Oh, jetzt ist die Tür hier offen. Die Verbindung durch Stromausfall unterbrochen. Ja, logischerweise. Wie kommen wir da aber jetzt rein? Kann ich in die Deckung da rein? Ja. Was war denn das für ein Geräusch von dem Typen gerade? Um ehrlich zu sein, will ich endlich mal Munition haben. So, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Muss man danach da unten? Wahrscheinlich schon, oder? Das ist jetzt unsere Chance. Go, 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 go! Halten Sie R2 zum Rennen. Okay. Installiert 51%. Was für ein Ding? Installierte Spieldaten auf der Festplatte. Bitte schalten Sie das System während der Installation nicht aus. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Möchten Sie trotzdem fortfahren? Hä, was ist denn jetzt los?
Merkwürdig, merkwürdig. Ich glaube nämlich, dass wir irgendwie einen Punkt von der Speicherdatei jetzt erreicht haben. Okay, aber auf jeden Fall sind wir an dem Punkt. Dann machen wir jetzt hier einfach mal einen Cut. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich werde mal kontrollieren und nachgehen, was jetzt der Fehler war. Aber wir können endlich Watch Dogs zocken und ich hoffe, euch gefällt's. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye und ciao.